418 Kilometer und über 8900 Höhenmeter. Der Slovenia Westloop von Bikepacking.com. Gemeinsam unternehmen wir eine einwöchige Bikepacking-Reise. Wir nehmen euch mit auf den feinsten Gravel Sloweniens. Fahren über unberührte Passstraßen. Zelt und Campingkocher sind mit im Gepäck. Es erwartet euch ein kulinarischer Höchstgenuss. Und jede Menge eiskalter Erfrischungen. Und eine waschechte Giro d'Italia-Etappe darf dabei natürlich auch nicht fehlen. Der perfekte Mix aus Gravel, Bikepacking und seriöser Fahrrad-Reiseberichterstattung. Hier geht's lang. Viel Spaß bei Teil 3 der großen Videoreihe. So, wir haben wieder zusammengepackt. Heute wird ein bisschen sportlicher. 100 Kilometer, 1700 Höhenmeter hoffentlich. Heute Abend dann in Gorizia, Grenzstadt zu Italien. Eva, Italien. Italien. Endlich Italien, kleiner Espresso hoffentlich. Oder morgen früh dann, keine Ahnung. Und ja, ganz viele Wespen sind hier die ganze Zeit. Wir fahren jetzt mal ein bisschen Offroad, ein bisschen Berge. Wir freuen uns. Uns ist aufgefallen, dass viele, die Videos schauen, noch gar nicht abonniert haben. Also unterstützt uns und unseren Kanal und drückt jetzt auf Abonnieren. Feinste Holzschnitzereien und wir fahren hier auf feinstem Gravel. Und irgendwie hat es ein bisschen zugezogen, es hätte eigentlich super heiß werden sollen, vielleicht später noch, so ist aber eigentlich ganz angenehm zum Fahren. Und ja, wir haben keine Regensachen dabei, also so ein bisschen müssen wir natürlich auch aufpassen, dass wir nicht nass werden. Das stimmt, ich check gerade das Wetter. Eva, wie ist die Stimmung? Gut. Eva musste gerade wieder umdrehen, die hat ihr Handy verloren. Ich habe aber dann das Handy angerufen, da haben gleich zwei Wanderer abgehoben, die haben sie jetzt gerade getroffen und sie hat ihr Handy schon wieder, also ziemlich cool, danke sehr. Und ja, wir haben jetzt gerade wegen dem Regen eh schon eine Pause machen müssen, aber jetzt hat er wieder aufgehört, wir fahren jetzt weiter, ich hoffe die Eva kommt jetzt gleich, let's go! Sind schon immer mal wieder ganz coole Passagen dabei hier. Cool. Kanu! So, wir haben jetzt kurz Halt gemacht in Bovec. Wir wollten eigentlich zum Supermarkt, bis uns dann aufgefallen ist, hey, heute ist ja Sonntag. Super Anfängerfehler, naja, es hilft nichts. Wir haben jetzt noch eine Tankstelle am Weg, ich habe noch Hörnchen. Und dann sollte es schon passen. Kompletter Wanderweg. Die Leute wandern, wir fahren. Wir kämpfen jetzt wieder runter. Es ist schon ziemlich felsig und gar nicht so einfach. Also wirklich richtig technisch genießen kann man es nicht. Aber wir kommen einigermaßen zurecht. Also solange man nicht schieben muss, passt eh alles. Es ist halt echt eine Konzentrationsaufgabe. Es sind sonst nur Mountainbiker, die sich auch ziemlich abrackern. So, die Ereignisse überschlagen sich. Mir ist gerade das Fahrrad umgefallen. Schaltauge verbogen, ich habe zum Glück noch eins dabei. Aber Ersatzschaltauge war dann wohl mal wieder eine gute Investition, beziehungsweise nehme ich, glaube ich, jetzt mittlerweile einfach immer mit. Echt ärgerlich und vor allem, es war wirklich dumm. Ich habe es an die Hängebrücke da hinten gelehnt und dann ja, hat es ein bisschen Neigung gehabt, losgefahren das Fahrrad und dann ist es auch schon umgefallen. Das sieht doch nett aus hier.
So, Schaltauge ist gewechselt. Ist leider schon 14.30 Uhr, so richtig losgehen tut es dann erst, wenn wir an den Anstieg kommen. Das werden so 800 Höhenmeter sein und dann nochmal so 50 Kilometer so an so einem Bergkamm entlang. Also könnte sehr schön werden. Ja, wir machen jetzt mal ein bisschen Strecke hier auf der Bundesstraße und dann biegen wir ab zum Berg. So, wir haben uns jetzt hier kurz gestärkt und jetzt geht's rein. Größter Anstieg der ganzen Reise, 900 Höhenmeter. Wird ein bisschen das Gesicht gewaschen. Let's go! Da rechts fahren wir jetzt rauf. Bin mal gespannt, wir verlassen jetzt das Socha-Tal. Man könnte jetzt hier auch einfach geradeaus das Tal weiterfahren, auch wahrscheinlich gut. Aber ein bisschen Höhenmeter wollen wir natürlich auch haben. Ich muss sagen, so ein bisschen haben wir den Berg auch eingebaut für mich zur RAA-Vorbereitung. Das müsste ja schon längst gelaufen sein, das Race Around Austria. Ja, das war im August. Jetzt ein bisschen Giro-Vibes. Und es ist schon ein ziemlich cooles Gefühl, wenn man weiß, man fährt jetzt genau die gleiche Route wie 100 andere Profisportler. Wahrscheinlich nicht den gleichen Schmerz gefühlt, aber... Wir kämpfen uns hier ab. 650 Meter über normal Null. 920 heute übrigens schon insgesamt. Und jetzt noch so, oh, keine Ahnung, kann sich ausrechnen. Knapp 500 müssen wir noch fahren, also ist schon knackig. Immer noch auf den Spuren des Giro d'Italia, hätte ich gar nicht gedacht, jetzt hier in Slowenien. War wohl tatsächlich dieses Jahr. Muss ich mich mal outen, ich habe es so gut wie gar nicht verfolgt, ich habe es probiert, aber irgendwie, keine Ahnung, die Zusammenfassungen waren immer so langweilig. Jetzt geht es da links noch rauf, wir drücken das durch. Es ist ganz angenehm, dass die Sonne nicht scheint, ich hoffe mal, dass es nicht zum Regnen anfängt. So, wir haben uns jetzt hier im Baum verkrochen, es ist ein bisschen regnerisch gerade. Ja, noch so 400 Höhenmeter haben wir, also es geht noch ein bisschen steil bergauf. Wir hoffen, es hört jetzt dann gleich wieder auf zu regnen und dann wird weiter pedaliert. Eva, wie findest du den Berg bis jetzt? Das ist einer der coolsten Berge, die wir je befahren haben. Nach dem Großglockner? Nee, vor dem Großglockner noch. Ja, weil das ist, wir haben unsere Ruhe. Ich habe gerade auf Google Maps geschaut, das da hinten, was ihr gerade gesehen habt, das ist die Adria, das ist das Meer. Aber ja, ziemlich cool, das haben wir es geschafft. Echt? Ja, fast. 100 Höhenmeter noch. Wir sind oben angekommen, hinter uns Italien, ganz hinten glaube ich sogar Triest, ziemlich cool. Wir fahren jetzt weiter nach Gorizia, noch 50 Kilometer, ist eine Grenzstadt, ist sowohl in Slowenien als auch in Italien, da geht es dann zum Warm Shower Host. Eva auf den Spuren des Giro. Wir genießen es hier gerade, diese Passstraßen. Wir haben jetzt noch ein bisschen was vor uns. Es ist jetzt schon 18 Uhr, 40 Kilometer haben wir noch knapp. Aber hier, ich glaube, das ist immer noch die Giro-Etappe. Bin mir nicht sicher, aber es fährt sich wirklich so toll. Coole Kurven, schnittige Steilwände. Und coole Zwerge. Und coole Zwerge. Und ihr merkt schon an der Moderation,
leichte Unterzuckerung, zumindest bei mir. Ja, aber das wird jetzt schon. Ja. Die Eva hat sich übrigens von mir hier die Knickknacks abgezweigt. Sehr kreativ, muss man dir lassen. Titanbecher ganz neu definiert. So, die letzten 25 Kilometer. Wir sind beide schon ein bisschen im Eimer, aber das werden wir jetzt, glaube ich, ganz gut abspulen können. So, ganz kurzer Bike-Check. Wir haben jeweils zwei Wasserflaschen. Die Eva hat unten noch eine dritte Flasche, da ist Spiritus drin. Dann habe ich hier von Cefal die Lenkerrolle drin, da ist unser ganzes Kochzeug drin. Dann zwei Food-Pouches, ja, mit Food. Dann die neue Oberrohrtasche, die taugt mir sehr gut. Dann die Rahmentasche, ist auch praktisch für meine ganze Technik. Arschrakete, meine Klamotten, mein Schlafsack, Zeltstangen. Dann hat die Eva hier vorne das Zelt und die Isomatten. Auch zwei Food Pouches mit Sonnencreme, Handy, bisschen Essen. Dann die tolle Oberrohrtasche und hinten die fette Arschrakete von Apidura. Richtig viel Spaß gemacht. Hier ist es auf einmal viel wärmer, mindestens 5, 6, 7 Grad. Liegt wohl auch an dem Höhenunterschied. Ich dachte eigentlich, wir sind in Italien, aber es ist wohl doch alles so wenig, aber hat einen sehr italienischen Vibe. Sehr schön. Und ja, wir fahren jetzt nach Hause. Wir sind beide schon ganz schön kaputt. Bisschen zu wenig gesnackt unterwegs, aber passt alles. Ja. Italien! Okay, gerade habe ich noch gesagt, wir sind nur in Slowenien, jetzt sind wir gerade nach Italien gefahren. Und ja, da ist jetzt der Grenzübergang. Wir sind jetzt in Nova Gorizia, beziehungsweise stimmt gar nicht, in Görz. Wir sind also da, jetzt noch ein paar Kilometer. Wir wollen jetzt noch was essen. Da wird er nicht so ganz ausgehungert und erschöpft beim Warmshower-Host aufkreuzen. Görz hier VR. Und wir werden uns jetzt eine Pizza rauslassen und was zu trinken und dann setzen wir uns hier hin. Sehr schön übrigens die Stadt, finde ich jetzt. Und da hinten war noch ein kleines Highlight auf uns, das zeige ich euch dann nach der Pizza. Wollen wir uns eine teilen oder jeder eigene? Guten Morgen, wir haben heute beim super netten Warmshower-Host geschlafen. Wir sind noch ein bisschen müde von gestern und heute geht es noch ein bisschen weiter über die Berge und dann werden wir wild campen. Es ist schon 11:30, deswegen müssen wir es ein bisschen sputen. Also 50 Kilometer, aber 1000 Höhenmeter, sollte auf jeden Fall ganz schön sein. Viel Gravel und Offroad. Es bleibt also spannend. Das war jetzt gerade zum ersten Mal, dass die Route so richtiger Quatsch gewesen ist. Wir sind jetzt bei einem im Garten gestanden
Aber die Route ist da wirklich ganz genau bei dem übers Grundstück gegangen und dann hinten in seine Weinberge rein, haben wir auch kurz probiert. Er hat uns dann in die falsche Richtung geschickt. Ja, wir sind jetzt aber wieder auf einem besseren Weg hier. Ist generell recht schön. Und ja, mal schauen. Wir hoffen, dass es jetzt mit der Route besser läuft. Was für ein Ausblick. Heute schön viele Höhenmeter. Aber man kriegt ja auch immer dann eine kleine Belohnung dafür. Geht gerade mega gut hier, richtiges Urwald-Feeling. Unheimlich toll zu graveln, anstrengend, heiß, aber nicht zu heiß. Du bist ja generell ein kleiner Amphibie. Ja. So, wir sind jetzt hier noch ein bisschen singletrailiger unterwegs an Blaubeersträuchen. Ich hoffe, es sind Blaubeeren und es sind das letzte Video, was ihr von mir seht. Also sie fühlen sich ganz hart an. Nee, ich glaube, die sind noch nicht ganz reif. Und ja, wir schauen jetzt mal, dass wir hier weiterkommen. Und jetzt geht es nach Agoritia, oder? Oder Adiov. Das war dann Agoritia. Agoritia? Ja, waren wir da nicht auch schon? Adovsina. Adovsina, genau. Da geht's jetzt hin. Übrigens volles Weinanbaugebiet und jetzt hier schon wieder neue Früchte und zwar diesmal Pflaumen. Oder Zwetschgen. Ich sag eigentlich Zwetschgen. Ja. Eva sagt Feigen. Und da rechts hängt schon wieder irgendwas. So cool. Kurzer Boxenstopp beim Hofer, die Eva hat schon eingekauft. Nach kurzer Pause, gestärkt geht es jetzt da hinten den Berg hoch. Wir werden heute das erste Mal wild campen. Wir haben schon relativ Angst, dass es sehr kalt wird, aber hilft ja nicht. Und jetzt geht's weiter. Vor allem wenn wir auf 700 Metern wahrscheinlich wild campen, ist einfach wegen der Route jetzt so ein bisschen doof. Wir fahren jetzt da den Berg rauf und dann geht es länger so oben entlang. Gravel! Gravel! Zwei Salami-Käsesemmeln, halbes Schokokrosso, halbes Smoothie, ein Cola, ein Red Bull. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Bauchweh. Jetzt haben wir dann nur 700 Höhenmeter vor uns, ein bisschen zart, heiß ist es. Aber das machen wir jetzt auch noch und ich bin gespannt. Wir haben bestimmt wieder eine tolle Aussicht gleich. Ja, die Höhenmeter zeigen ihre Wirkung. Es ging jetzt sehr gut voran. Ein bisschen warm ist es. Nach dem Essen hatte ich echt kurz so einen Durchhänger, aber jetzt passt es wieder einigermaßen. Wir fahren jetzt da irgendwie rein. Ja, ein bisschen weiter hoch geht es noch. Also 500 Meter müssen wir noch hoch. Einiges, bin gespannt. Ein bisschen jetzt weg von der Main Road. Also ja, wird wahrscheinlich wieder sehr schön. Wie ist die Stimmung?
Bin mal gespannt, wo wir dann heute Abend übernachten werden. Es ist alles sehr hügelig. Irgendwas werden wir schon finden. Ja. Großartige Neuigkeiten. Ich dachte, fragen wir hier nach Wasser. Und jetzt sind wir noch einen Step weitergegangen, weil das hier so ein schöner Bauernhof war. Haben wir gefragt, ob wir da schlafen können. Und die war recht nett und gemeint, ja klar. Das ist die Wiese. Wow, voll schön. Sehr schön, ja. Und da ist der Bauernhof. Haben das Setup jetzt schon alles aufgebaut. Und ja, wir haben jetzt 45 Kilometer auf der Uhr und 1100 Höhenmeter. Also nicht schlecht. Let's call it a day. Und ja, wir sind ziemlich erschöpft. Sie pennt da schon halb. Aber jetzt gibt es Nudeln. Und morgen geht es dann weiter. Kleiner Nachtrag zum Kissen. Ich habe jetzt die perfekte Lösung konzipiert. Und zwar, ich zeige mal ein tolles Kissen. Es ist die CV-Lenkerrolle. Mit Luft drin. So genial. Und welche Idee war's? Ja, jetzt brauchen wir nur noch eine zweite. Also das schauen wir mal, wie es heute funktioniert. Wir können morgen dann berichten.